Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um Verlaufsinformationen in Outlook. Wir wollen uns dazu anschauen, wie ihr Verlaufsinformationen anfordert, wie ihr einen Überblick dazu bekommt und dann schauen wir uns ein paar fortgeschrittene Einstellungen an, mit denen ihr gerade, wenn ihr viel solche Informationen habt, die sehr gut steuern könnt. Wenn ihr eine neue E-Mail erstellt, ich habe dazu schon mal ein Beispiel vorbereitet, dann könnt ihr die Verlaufsinformationen über die Optionen und dort Verlauf und hier Zustellbestätigung, Lesebestätigung und Abstimmungsschaltflächen anfordern. Zustellbestätigung bekommt ihr fast immer, weil das Mail-System des Empfängers verschickt. Die Lesebestätigung schon seltener, weil das im Prinzip etwas ist, worauf der Empfänger selber Einfluss hat. Und bei den Abstimmungsschaltflächen ist die Frage, ob der Empfänger sieht, dass ihr welche hinzugefügt habt und sie dann beantwortet. Aber ich nehme hier mal ein Beispiel. Ich sage mal genehmigt, abgelehnt. Und die werden dann hier als Info mit hinzugefügt. Und dann werden wir nachher auch sehen, wie wir darüber einen Überblick bekommen. Ich schicke die jetzt mal so weg. Und ich bekomme jetzt, das werdet ihr gleich sehen, hier eine Zustellbestätigung. Und wenn der Empfänger dann die E-Mail liest und auch bereit ist, mir eine Lesebestätigung zu schicken, dann sehe ich auch die Lesebestätigung. So, da ist die Zustellbestätigung. Und wir sehen, hier ist auch etwas umgeleitet, eine Verlaufsinformation. Und ich wechsle jetzt gerade mal. So, der Empfänger hat jetzt die E-Mail gelesen. Hier ist die Lesebestätigung. Und der Empfänger hat das, was in der E-Mail stand, genehmigt. Und ihr seht, es kommen hier eine ganze Menge Informationen zusammen. Und eigentlich, gerade wenn das jetzt 5 oder 10 Empfänger sind oder auch noch mehr, dann hätte ich eigentlich gerne einen Überblick. Und da ist das Schöne, dass Outlook uns den Überblick in der Ursprungsmail zusammenfasst. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die gesendeten Nachrichten gehe, dann seht ihr, hier ist an dem Manschgall vorne schon so ein kleines Häkchen dran. Wenn ich da drauf gehe, sieht erstmal alles ganz normal aus, aber es gibt jetzt hier im Bereich Anzeigen den Status. Und im Status kann ich jetzt sehen, dass diese Person die E-Mail gelesen hat und auch genehmigt hat und dass die anderen darauf noch nicht reagiert haben. Ich mache das mal wieder zu. Trotzdem ist es jetzt nicht wirklich schön, dass diese ganzen Informationen hier im Posteingang stehen, weil im Prinzip ist zum Beispiel diese hier, die ist eingearbeitet und diese hier, genehmigt, ist auch eingearbeitet. Eigentlich brauche ich die an dieser Stelle gar nicht. Und dafür gibt es jetzt ein paar Zusatzeinstellungen, die sehr hilfreich sein können. Und zwar findet ihr die unter Datei, Optionen, E-Mail und wenn ihr dann blättert, bis ihr zu Verlauf kommt, dann seht ihr erstmal, dass ihr hier Übermittlungs- und Lesebestätigung auch standardmäßig einstellen könntet. Also wenn ihr das sehr oft braucht, lohnt sich das vielleicht. Ich persönlich brauche das sehr selten, deshalb würde ich mir das hier nicht einstellen. Dann seht ihr, der Empfänger, also in dem Fall ich, kann hier einstellen, ob ich immer eine Lesebestätigung senden will, nie oder ob ich das bestätigen will. Ich habe immer eingestellt, dass ich es bestätigen will. Dann sehe ich nämlich, dass der andere das will und kann dann entscheiden, was ich mache. Und jetzt gibt es hier noch ein paar weitere Informationen. Da ist besonders folgende wichtig. Nach dem Aktualisieren der Verlaufsinformation, das wäre das, was wir dann in der E-Mail gesehen haben, die Bestätigung verschieben nach. Das heißt, wenn ich dieses Häkchen setze, dann wird die Zusatzinformation, die Verlaufsinformation in die E-Mail eingearbeitet und dann wird diese Verlaufsinformation, also die E-Mail, in der die Verlaufsinformation steckt, im Posteingang gelöscht. Dafür ist es wichtig, dass ihr keine Regel habt, die die Lesebestätigungen, Übermittlungsbestätigungen oder so in einen Unterordner schiebt. Wenn das passiert, dann funktioniert die automatische Einarbeitung nicht mehr richtig. Und hier könnt ihr auch noch sagen, dass Verlaufinformationen aktualisiert und dann Antworten ohne Kommentar gelöscht werden können. Also wenn man zum Beispiel eine Abstimmung hat und der Empfänger klickt bei der Abstimmung auf, in dem Fall genehmigt und schreibt dann aber vielleicht noch was in den Text, dann wäre das ein Kommentar oder eine Antwort und die werden dann nicht gelöscht automatisch. Also diese beiden Häkchen
würde ich auf jeden Fall noch dazu setzen und mit OK bestätigen. Und dann werden diese Informationen hier, die eingearbeitet werden in meine E-Mail in den gesendeten Elementen, also hier unter Status, diese Informationen, die ich als E-Mail bekommen habe, werden dann automatisch im Posteingang gelöscht. Und das heißt, wenn ihr zum Beispiel an 100 Leute eine Mail verschickt und ihr braucht Lesebestätigungen, weil ihr das nachweisen müsst, dann hättet ihr in den gesendeten E-Mails in der E-Mail diese Übersicht mit der Bestätigung. Probiert es aus. Es gibt noch ein paar weitere Verlaufsinformationen, wie zum Beispiel Nachrichtenrückruf. Da mache ich demnächst mal einen Quick-Tipp dazu. Probiert es aus, schaut, was ihr an Fragen habt, schreibt in die Kommentare, ich beantworte euch die gerne. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ist es super, wenn ihr euch mit einem Daumen hoch dafür bedankt oder eben auch gleich den Kanal abonniert. Ich freue mich, von euch zu hören. Ciao, euer Arno.